Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Ich hoffe, dass die Entscheidung, dass ich die Audiotranskription aus den Videos herausgenommen habe, eine gute Entscheidung gewesen ist. Denn ich möchte Ihnen mit diesem kleinen Video zeigen, mit welchen Tools ich tatsächlich arbeite. Und um das Ganze für Sie transparent zu machen, gehe ich einmal von oben nach unten durch. Das erste, was Sie sehen, ist ein virtuelles Mikrofon, ein sogenanntes Voice Meter. Da sehen Sie den Eingang des Freisprechmikrofons, das hier gerade vor mir steht. Und dieses wird an ein virtuelles Mikrofon weitergegeben. Und dieses virtuelle Mikrofon speist sowohl den Webcaptioner, den Sie darunter sehen, auf der Google API, als auch darunter Speaksy, ein Standalone-Client im Moment in der Beta-Version für Windows verfügbar. Und mit diesen Audiotranskriptionstools können Sie auf Ihrem eigenen System jedes beliebige Video mit einer Audiotranskription versehen. Ich lasse das jetzt mal parallel laufen, damit Sie sehen, in welcher Variante es die besseren Ergebnisse erzeugt. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, Ihren Hörerinnen einen Hinweis darauf zu geben, dass Sie diese Tools nutzen möchten, wenn Sie eine Live-Transkription tatsächlich benötigen. Auf Smartphones, also Android-Smartphones, kann man des Weiteren das Tool automatische Transkription von Google nutzen. Da ist die gute Nachricht, dass es im Verlauf des Jahres höchstwahrscheinlich standardmäßig implementiert wird für das Abspielen aller medialen Inhalte auf Android-Smartphones, sodass Sie dann eine weitere Technik eigentlich nicht benötigen. Ich würde ganz gern, weil ich jetzt noch keine Lust hatte, mein Smartphone anzuschließen an den PC, Ihnen ganz kurz zumindest visuell erläutern oder zeigen, wie das Ganze funktioniert. Und auch hier können Sie natürlich bei jedem medialen Inhalt eine Audiotranskription erzeugen, die von guter Qualität ist. Am Android-Smartphone hätten Sie außerdem noch die Möglichkeit, den Text zu kopieren und dann später für die Bearbeitung eines Subtitles einzusetzen. Diese Möglichkeit haben Sie auch mit dem Webcaptioner. Und insbesondere Speaksy ist sehr gut geeignet für Live-Konferenzen-Formate. Mit einem entsprechenden Hardware-Set im Hintergrund mit drei unterschiedlichen Mikrofonen. Das muss ich unbedingt demnächst mal ausprobieren, denn dann wären diese Untertitel auch farbig je nach SprecherInnen untersetzt, sodass Sie Dialoge damit ideal abbilden können. Dieses Video verlinke ich jetzt immer als Infopanel mit zu dem Hinweis zur Audiotranskription, die ich in jedem einzelnen Video einspiele, sodass ich auf die Gründe, weshalb ich auf eine Audiotranskription, festgelegte Audiotranskription in im Video verzichte, nicht mehr separat eingehen muss. Ich hoffe, Sie konnten sich selbst einen Eindruck davon verschaffen, welches Tool für Sie besser geeignet ist für den täglichen Gebrauch. Weisen Sie Zuschauer und Hörerinnen gern darauf hin. Und ich darf oder würde mich freuen, wenn Sie in den Kommentaren notieren, welche Tools Sie einsetzen und welche weiteren Tools ich testen darf, die ich bisher noch nicht ausprobiert habe. Ganz kurz zur sprachlichen Qualität aus meiner Sicht. Der Webcaptioner und Speaksy nehmen sich von der Erkennungsrate nicht sehr viel. Speaksy, anders als der Webcaptioner, versucht allerdings Satzzeichen zu annotieren, selbst wenn man sie nicht mit ansagt. Das kann der Webcaptioner im Moment so noch nicht. Die unterschiedlichsten Erkennungstools, die Google einsetzt,
sind da durchaus unterschiedlich. Der Web Captioner setzt ja auf der Google API auf. Wenn Sie schon einmal eine Hangouts Meet Videokonferenz mit aktiviertem Untertitel besucht haben, werden Sie sehen, dass Google da durchaus schon noch einen Schritt weiter geht. Aber warten wir mal ab, was das Jahr bringt. Ich bin jedenfalls gespannt, welche Möglichkeiten der audiovisuellen Unterstützung wir in diesem Jahr noch erleben werden. Das soll es für heute gewesen sein mit diesem kurzen Hinweis auf diese beiden tollen Tools für die automatische Audiotranskription. Wenn Sie Fragen haben, fragen Sie gern, schreiben Sie. Und bis wir uns wiedersehen oder hören, bin ich ganz herzlich Ihr Alexander Lasch.